Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe ja erzählt, jeden Sonntag gibt es jetzt hier um 19 Uhr ein neues Video. Also cool, dass du dabei bist. Ich freue mich wirklich, wirklich sehr. Folgt mir auch gerne auf Insta, da ist ich auch Funny Pilgrim. Der Tag war lang, glaubt mir, der Tag war lang und ich freue mich jetzt auch bald ins Bett gehen zu können. Ja, es ist schon spät. Das ist auch ganz was Neues, dass ich mal so spät drehe. Ich mache meine Videos normalerweise immer nachmittags. Aber das ist jetzt meine Ausnahme. Und ich wollte euch mal zeigen, was ich gekauft habe. Das ist nämlich ein Drogerie- oder sage ich mal, ne, kein Drogerie, sondern wie nenne ich es? Ein Make-up-Haul. Genau, weil ich einige Sachen nachkaufen musste, die alle gegangen sind und etwas Neues auch dazu. Moment, ich hole mal raus. Diese Mascara. Das ist die, die ich jetzt in der letzten Zeit immer wieder geholt habe. Ich finde, Essence hat generell somit die besten Mascaras. Also ich sage sogar jetzt einfach mal die besten. Ich bin nämlich sehr lange schon dabei geblieben. Ich switche da manchmal zwischen verschiedenen, die sie da anbieten. Ich finde die ziemlich, also alle ziemlich geil. Diese hier ist so curvy, also die ist Curl und Volume. So. Also so doppelt, ist hier so. Halt so wie der Flakon ist quasi. Ja, und das ist ganz gut für Volumen und für Curl. Dann als nächstes habe ich das mal mitgenommen. Das habe ich auch in meinem letzten... War das das letzte? Mein Sommer... Doch, mein Sommer-Get-Ready. Könnt ihr euch gerne im Anschluss übrigens anschauen. Gott, ich kann nicht mehr reden. Ich bin echt durch. Jedenfalls könnt ihr euch gerne beim letzten Get-Ready anschauen. Da habe ich den nämlich verwendet. Das ist nämlich so ein Plumping Lip Filler Lip Gloss. So sieht es aus. Und das haben die jetzt neu in Farbe, weil der, den ich habe, der ist transparent mit so ein bisschen Glitzer drin. Der ist richtig geil. Ich mag nicht so gern dieses Plumping, weil das irgendwann wirklich sehr scharf wird. Und ich brauche, also was heißt ich brauche, wer braucht das schon? Aber ich habe nicht so das Verlangen danach. Also ich brauche nicht diesen Look für mich selbst. So möchte ich nicht unbedingt. Aber der Gloss ist richtig schön. Genau, und hier ist es das Gleiche. Ich finde nämlich den Gloss richtig schön. Seht ihr, das ist so ein richtig tolles, ich sag so Wassermelonen. Wisst ihr, wenn es so ein bisschen Jelly-artig aussieht? So ein bisschen durchsichtig, aber leicht Farbe. Ich finde es voll schön. Soll ich es mal jetzt mal auftragen? Also das ist nämlich mit Chili-Extrakt. Und deswegen scharf und irgendwann plumpt es die Lippen auf. Schauen wir mal, ob das stimmt. Und am Ende des Videos, ob ich dann dickere oder vollere Lippen habe. Nein, sehe ich das? Ich sehe gar nichts hier. Oh, das wird jetzt schon so mentholig. Na, man sieht jetzt halt die Farbe nicht so gut, ne? Ich habe es ja wegen der Farbe eigentlich geholt, diesen Gloss. Ich will den einfach nur mit Lip Liner tragen, habe ich mir gedacht. Oder einfach nur so, solo, ohne nichts. Oh, jetzt kommt es voll. Voll! Scharf. Boah, schon ein bisschen unangenehm scharf. So als hätte man scharfes gegessen und es klebt so an den Lippen noch so, ups, so abgerutscht, wisst ihr? Dann habe ich, weil ich brauchte einen neuen Puder, jetzt habe ich mal den mitgenommen. Ich glaube, den hatte ich noch nie, von Essence, der Brighten Up Banana Powder. Eigentlich mag ich ja losen Puder lieber, aber ich dachte mir mit so einem, mit meinem, oh, das ist gerade so scharf, mit meinem Schwämmchen, dachte ich, wenn ich das so anfeuchte, dann settet das doch sehr gut hier. So meine Hoffnung. Genau, dafür benutze ich es eigentlich auch nur. Und so ein bisschen hier, damit es matt bleibt und ein bisschen die CT-Zone. Aber ich mag ja lieber diesen glowy, dewy Look. Deswegen ist es auch okay, wenn es hier so schwitzig aussieht. Es ist gewollt. Use for baking, ja? Ein bisschen Bacon hier. Nicht schlecht. Ein bisschen Bacon hier. Klingt wie Bacon. Nein, aber... Oh mein Gott, das hört nicht auf, gell? Ist immer noch scharf. Sieht schon voller aus. Dann ein Primer, den habe ich noch nie gesehen. Und ich war halt auf der Suche nach sowas. Deswegen dachte ich mir, mal probieren von Catrice. Das ist 10 in 1. Nee, 10. 10 in 1, ja. Priming, Hydrating, Anti-Wrinkle, Natural Glow. Nicht Grow, sondern Glow. Anti-Pollution, Anti-Oxidation, Pore Minimizing. Evens out skin tone, blurs imperfections und UV protection SPF 15. Hallo, das ist ja eigentlich das Ding, oder? Bin so gespannt. Tensational. 10 in 1 Dream Primer. Oh, es ist immer noch scharf. Und der ist so ein bisschen glowy gewesen, so sah der Tester aus. Hat mir gefallen.
Und ich brauche einen Primer. Dann hält es besser, weil es rutscht manchmal doch ein bisschen. Die Foundation rutscht ein bisschen. Jetzt gerade, wenn man schwitzt, ja, sieht gut aus. Oh, ja. Riecht okay. Was seht ihr? Hat so einen Glow. Ihr seht zum Vergleich, hier ist nichts. Ja, sieht gut aus. Schön. Sieht, oh. Ey, ich übertreibe nicht, gell? Es brennt ganz schön, ist immer noch. Ist krass, wie lange das so brennt. Und ich habe so das Gefühl, also, ich rede so komisch, habe ich so das Gefühl. Dadurch, naja. Dann brauchte ich eine Eyeshadow-Base und ich weiß nicht, ich war im DM und im Müller und ich habe bei Essence den Primer nicht mehr gefunden. Gibt's den noch? Ich hoffe. Jedenfalls war er weg. Ich habe ihn nicht mehr gefunden. Meiner ist alle und ich brauchte unbedingt einen neuen. Deswegen habe ich jetzt den von Lavera mitgenommen. Genau. Lavera. Hier. Eyeshadow Base. Genau. Das war's. Lidschattengrundierung. Mehr ist es nicht. Sehr nützlich im Sommer. Dann noch etwas von Lavera und zwar Make-up Setting Spray. Da war ich so lange am Hin und Her überlegen, soll ich den von Essence wieder nehmen? Wie fand ich nämlich den? Das habe ich nämlich vergessen. So blöd auch immer, ne? Man weiß es dann wieder nie. Dann habe ich bei Catrice geschaut, dann habe ich bei NYX geschaut. NYX fand ich gut, aber das war mir dann etwas zu teuer, wobei der jetzt auch nicht so viel günstiger war, glaube ich, als der von NYX. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe halt den von Lavera mitgenommen. Der ist auch neu. Erfrischendes Spray zum Fixieren des Make-ups. Ich habe gerade so ein Gefühl, hatte ich das nicht schon mal und dann darüber abgelästert, weil das ja schlecht war. Aber wenn er neu stand, kann es ja nicht sein. Ich will mal jetzt probieren. Okay, das war ein Fehler. Ich hätte vielleicht nur so einmal sprühen müssen und so reinlaufen. Aber ich finde, steht da irgendwas mit Glow? Weil ich finde gerade, es sieht glowy aus, oder? Aber nee, Refreshing Spray to keep makeup in place. With Organic Aloe Vera. Und ich brenne immer noch. Burn, baby, burn. Von Essence, das Brow Styling Soap Set. Transparent with Brush and Mirror. Das war das Einzige, was noch mit Brush war, ne? Weil das noch original verpackt war. Alle anderen waren schon irgendwie geplündert. So, das hasse ich ja. Aber ich dachte, ich probiere das auch mal aus, diesen neuen Look hier. Guckt, seht ihr das? I'm transparent, but wow. Das ist einfach so ein Gel. Das ist jetzt so das neueste Ding, ne? Dass man die Augenbrauen nämlich so richtig hoch brusht. Und ach, jetzt sehe ich auch mal den Gloss. Oh ja, der Gloss ist cool. Sehen meine Lippen voller aus? Oh, das Setting Spray ist toll. Ich mag irgendwie Ich mag gerade, wie es aussieht. Es ist schon eingezogen, ist nicht mehr nass, aber seht ihr? Hat schon so einen, oder? So einen Glow-Effekt. Gefällt mir, aber oh mein Gott, mein Lidschatten ist voll weg. Seht ihr, weil ich keinen Primer habe. Ich brauche immer einen Primer. Ja, der ist schon voll verschluckt von heute Morgen. Aber ja, ich wollte so ein transparentes Zeugs, um die auch mal die wenigen Härchen, die ich habe, hochzukämmen. Dass die auch da bleiben, in der Hoffnung. Mal sehen, ich probiere das mal aus. Und ob das überhaupt was ist bei meinen spärlichen Augenbrauen. Und dann habe ich mir noch das so unnötig, weil da ist ja ein Brush drin. Jetzt habe ich mir noch diese Brush gekauft. So ein Spoolie. Naja, dann tausche ich eben meinen aus, den ich jetzt noch habe, der eh so ein bisschen verrottet ist. Und dann zu guter Letzt, ist zwar keine Dekorative mehr, aber ein Conditioner. Ich war auf der Suche nach einem Conditioner für strapaziertes Haar und ich war so, ey, ist es schon so lange her, ehrlich gesagt, dass ich sowas gekauft habe, weil ich in der die ganzen letzten Jahre eigentlich auch nur noch Dinge benutzt habe, die ja durch Kooperation oder die mir zugeschickt wurden und ich dann auch dabei geblieben bin bei diesen Produkten. Und jetzt habe ich zum ersten Mal wieder was ganz Neues so gesucht und ich habe auch erstmal die ganzen Sachen auch gesehen, wie die sich verändert haben. Es ist so anders geworden, ne? Also die ganzen Marken haben sich teilweise verändert, wie sie auch aussehen. War ich schon ein bisschen geschockt. Und ich wusste auch gar nicht mal, wo ich suchen sollte. Aber das hat mich angesprochen von Jean und Len. Oder? Dieses ohne Gedöns-Ding halt. Und das ist ein Rebuild-Conditioner für stark strapaziertes Haar. Dattel-Vanille ist das. Ich mag nicht so gern, dass es so geschrieben ist. Kann man gar nicht, checkt man gar nicht, aber okay. Aufbauend und vegan.
Genau, ich bin gespannt. Hier, die Aline sagt, meine Haare sehen aus wie frisch vom Friseur und dieser Duft macht süchtig. Haha. Der Duft ist echt gut. Wirklich. Also wenn meine Haare danach so riechen, als wenn es da drin bleibt, ist natürlich geil. Aber ja, ich muss auch wieder zum Friseur. Sowas von, schon lange, schon überfällig. Aber ja, wenn die dann auch aussehen wie frisch vom Friseur, das wär's ja. Gut, ich bin gespannt. Das war mein DM-Haul. Dekorative dieses Mal. Für dieses Mal Dinge, die ich nachkaufen musste und etwas Neues, was ich ausprobieren werde. Genau. Bis zum nächsten Mal. Ihr wisst, nächsten Sonntag, 19 Uhr, gerne wieder hier einschalten. Verpasst es nicht. Guckt gerne auch auf mein Insta. Da verlinke ich auch immer direkt. Dann kommt ihr da direkt aufs Video, wenn ihr das zum Beispiel vergessen habt oder so. Und wir sehen, hören uns dort vielleicht oder auch hier. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.